Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, der Auftakt der Limited Edition Drogerie Week. Ich war gerade bei Rossmann. Freunde, was ist denn da los? Jeder Aufsteller ist voll mit nagelneuen Limited Editions. Das heißt, ihr werdet heute Mittwoch, Freitag, zwischendrin wahrscheinlich sogar zusätzlich nochmal Videos bekommen, wo ich Limited Editions teste. Denn bei Limited Editions wisst ihr, wer zuerst kommt, malt sich selbst zuerst an. Totaler Quatsch, was ich hier erzähle. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Je schneller, desto besser. Und ich habe hier heute für euch die neue Rival Loves Me Glitter All Around Me Palette. Packaging richtig, richtig cool. Wir werden das Ganze testen. Wir werden einen Augen-OP-freundlichen Look damit schminken. Und ja, wenn ihr Lust habt, bleibt gerne dran. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Falls ihr das noch nicht getan habt, das könnt ihr hier unten einmal tun. Und damit unterstütze mich natürlich sehr. Ich lade 3 oder wie diese Woche mehrfach hoch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Teil der Giacomo Army werden würdet. Vielleicht, also 100.000 schaffen wir dieses Jahr nicht mehr. Es sei denn, ein großes, großes Wunder passiert. Aber ihr könnt bei dem Wunder helfen und das Video gerne teilen. Okay, ich habe wirklich viele Sachen geholt. Ich verstehe es nicht so ganz. Dieses Glitzer, vor allem das eine Produkt, da bin ich sehr gespannt, aber das sehen wir dann zum Ende hin. Das ist nämlich was für die Lippen, da bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich habe auf jeden Fall hier eine Lidschattenpalette und in der sind 15 Farben drin und ich glaube, ihr könnt das ganz gut sehen. Wir haben nämlich 4 von diesen richtigen Glitzer-Shades. Die trage ich aus optischen Gründen, also weil meine Augen noch nicht so fit sind, dass ich hier Glitzer überall haben möchte. Nicht auf die Augen auf, die swatche ich euch. Ich bin bei Glitzer eh immer vorsichtig im Gesicht, also dieses grobe Glitzer. Wir haben aber viele schöne Schimmertöne und auch ein paar matte Töne. Und ich muss sagen, die Farbaufteilung der Palette gefällt mir sehr gut. Die ist nicht so wirr durcheinander, sondern klar strukturiert. Wir haben hier die goldene Reihe, die rote Reihe und die grüne Reihe. Ich möchte heute, glaube ich, die grüne Reihe benutzen, denn die finde ich tatsächlich am passendsten und am spannendsten. Ich swatche euch als erstes aber mal die Schimmertöne. Ach nee. Okay. Ich habe nicht damit gerechnet. Wenn man in die Schimmertöne reingeht. Naja, so sehe ich aus, wenn ich nach einer Partynacht mich nicht abgeschminkt habe. Die Basis dieses Lidschattens ist, lasst mich nachschauen, ja, ich würde fast sagen, sowas wie Vaseline. Ich finde es jetzt hier nicht, aber es ist halt wie so ein Labello. Und das ist schon gut, dass das nicht so die ganze Zeit rumfliegt, aber wenn man das mit einem Pinsel aufträgt, dann ist das, ja, es ist schmiert so ein bisschen. Also ich bin kein Fan von diesen Glitzer-Glitzertönen, aber die Schimmertöne sind schön und deswegen komme ich jetzt ein kleines Stückchen näher an euch ran. Und so könnt ihr alles schöner sehen. Freunde, eine Sache will ich euch jetzt schon mal zeigen, um euch ein bisschen anzuhypen. Es gibt nämlich auch einen Highlighter in der Kollektion und das ist der Bouncy Highlighter. Lässt durch seine zahlreichen Glitzerpartikel Gesicht und Körper intensiv funkeln. Schaut euch das Ding mal bitte an. Wir tragen es gleich auf. Jetzt machen wir aber erstmal was auf die Augen. Und zwar möchte ich, wie gesagt, so ein bisschen in diesen grünen Shades bleiben. Und wir probieren mal auch ein paar von den anderen vielleicht. Damit das Ganze fair ist, ich probiere das langfristig durchzusetzen, benutze ich auch eine Lidschattenbasis. Und dazu benutze ich die von Be Perfect. Ich bin ganz vorsichtig mit meinen Augen. Ich trage auch keine Mascara auf, Freunde, aber ich will, dass ihr zumindest seht, wie Lidschatten performen. Ich möchte einfach, dass ihr wisst, was es gerade in der Drogerie gibt. Und ihr wisst, mein Kanal besteht zu vielen, vielen Prozenten aus limitierten Editionen. Und dann möchte ich auch, dass ihr die limitierten Editionen hier auf meinem Kanal findet. Okay, Lidschattenbasis einmal drauf. Ich blende das Ganze mit so einem großen Pinsel hier von BH Cosmetics einmal aus. Eine ganz dünne Schicht reicht. Okay. Wunderbar. Ich habe hier eine Menge Pinsel und ich glaube, wir fangen an mit der Farbe Top Secret. Das ist hier so ein mattes Mint. Mint. Ich übe mich in meinen Farbbeschreibungen. Ich gehe mit dem Pinsel von Ellie & BH hier einmal rein. Der wird vermutlich sehr hell sein. Ich klopfe einmal ab. Es ist kein Spiegel drin. Das ist doof. Und den setze ich mir hier oben hin. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass man das sieht, aber dadurch, dass ich eine Lidschattenbase benutzt habe,
kommt das zum Vorschein. Und das ist eine schöne Farbe. Die habe ich so in der Drogerie noch nicht gesehen. Und ich bin mit einem Blendepinsel reingegangen. Ne? Also ihr müsst immer daran denken, ein Blendepinsel nicht unbedingt dafür geeignet ist, um einen Lidschatten aufs Auge zu bringen. Ich habe es jetzt gemacht, einfach um die Palette so ein bisschen herauszufordern. Und ihr seht, es hat geklappt. Das ging sehr, 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 sehr gut. Auf der anderen Seite selbstverständlich auch. Also ihr seht, wenn ich mit einem Blendepinsel hier so... Ihr DHL-Paket wird in eine Filiale gebracht. Ich bin zu Hause. Ihr wart gerade hier. Ich bin zu Hause. Hat's geklingelt? Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag das gleiche Spiel. Und das war so schön, dass wir das jetzt mal auf Kamera haben, ja? Gruß geht raus an DHL. Und ich wohne im Erdgeschoss. Okay, also so sieht das Ganze ein bisschen verrückt aus und ein bisschen krank. Wir nehmen jetzt aber mal aus der Palette die Farbe Go Green. Und das ist ein dunkleres Grün. Ich klopfe ab und setze mir das direkt hier außen hin. Oh, wow. Okay. Ich habe es euch gesagt. Die Drogerie und vor allen Dingen die günstigen Marken. Also ich glaube, Rival Loves Me ist die günstigste Marke in der Drogerie. Sie ist hier. Und das ist eine schöne Farbe. Die kenne ich so auch aus der Drogerie noch nicht. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Das geht wirklich überraschend einfach. Ich gebe mir die Farbe gleich auch auf mein bewegliches Lid. Ich sehe ein bisschen aus wie Ursula, ne? Und dann nehme ich einfach einen sauberen Pinsel und blende hier einfach nochmal so ein bisschen die Kanten sauber. Ich habe ein bisschen Fallout unter den Augen, aber ich meine, das ist ein dunkles, ja, Mint. Um so ein bisschen Bewegung aufs Lid zu kriegen, wollte ich jetzt eigentlich hier in die Farbe Thunder gehen. Das sieht aber recht dunkel aus. Das ist so ein Blau. Ich nehme meinen Finger. Ist mir sicherer. Okay. Es gibt mir totale Ursula-Vibes. An meinen unteren Wimpernkranz nehme ich dieselbe Farbe wie eben. Sehr, sehr schön. Ich swatch euch gerne auch noch mal ein paar andere Farben. Hier die Schimmertöne. Wow, cremig. Hier habt ihr einmal noch mal vier Farben geswatcht. Ich finde die Farbauswahl sehr, sehr schön. Also das Gold ist auch krass, ne? Ich habe noch was anderes, Freunde. Ich habe hier nämlich einen Glitter-Eyeliner. Ich swatche ihn euch auch immer auf der Hand. Der hat eine sehr, sehr feine Spitze. Okay, meine Hände sind schmutzig. Okay. Sehr präzise. Damit, schaut mal, das kriege ich hin. Das ist nicht zu nah am Auge. Damit ziehe ich mir eine Cut Crease. Oh, wow. Das ist ja schön. Seht ihr das? Okay, Rival. Hatten wir nicht neulich von Rival Loves Me diese... Diese Lidschatten, diese Creme-Lidschatten, die waren auch so hammermäßig. Fantastisch. Könnt ihr kaufen. Was hat es gekostet? 1,99. Ich muss so ein bisschen aufpassen, dass es jetzt nicht stempelt, weil es natürlich noch so ein bisschen feucht ist. Aber wir kommen zum schönen Teil, und zwar dem Highlighter. Und das ist ein richtig spannendes Teil. Also ich habe es euch eben ja schon mal so ein bisschen geswatcht. Das fühlt sich nass an im Fändchen. Und schaut euch mal bitte diese Reflexion an. Auch hier, das ist so ein bisschen wie... der Highlighter von Hatice und Becker, aber eher Gold und ein bisschen mit gröberem Glitzer, aber nicht so grob glitzerig, sondern wirklich eher so nass. Das ist ganz schwierig zu erklären, weil ich habe so einen Highlighter so noch nicht gesehen. Ich nehme jetzt einen Pinsel von Leti und gehe hier rein. Wow! Nein, wisst ihr, wie die aussehen? Wie die Supreme Frost-Dinger von dem, den wir nicht mehr nennen. Aber krasser. Also das sieht ja aus wie nass. Schaut mal, wenn ich nach vorne gucke, seht ihr nichts. Und dann... Boom. Okay. Also, Favorite Highlighter 2020. Ich mag das ja, wenn das so auffällig ist, ne? Also man kann schon, ich meine, ihr kennt die hier. Aber das ist, okay, sprachlos. Also Lidschatten, fantastisch bis jetzt. Diesen Eyeliner, genau so ein Ding habe ich gesucht. Es gibt ihn natürlich auch von anderen Marken, aber ganz ehrlich, für 2 Euro oder 1,99. Wow, und dieser Highlighter, I love it. Jetzt, Freunde, das Produkt, wo ich jetzt schon weiß, das wird alles zerstören. Aber, weil wir hier sind, und wir sind hier nicht für Ästhetik, sondern wir sind hier für funktioniert ein Produkt, gibt es auch aus der Reihe
ein Lip Base und ein Lip Powder für Sparkling Lips. Ich habe das noch nie verstanden. Ich bin ja kein... Ich mache keine Editorial-Fotos und brauche eigentlich keine glitzernden Lippen. Silvester dieses Jahr... Das Einzige, was ich Silvester dieses Jahr machen möchte, ist dasselbe wie 2019. Im Bett liegen und schlafen. Aber wir probieren es aus. Das ist ein Lipgloss, ein Lip Base. Ich hoffe, es ist kein Sekundenkleber. Ich habe gedacht, es ist was anderes. Okay. Oh, es brennt. Wir verabschieden uns heute von meinen Lippen. Sie waren uns ein treuer Begleiter in allen Lebenslagen. Und jetzt, also das hat halt so ein bisschen vorbereitet. Und jetzt diesen Glitter. Okay, ich mache mal meine Augen zu. Kann man so ganz clever gelöst, haben sie es hier mit so einem Deckelchen. Oh, okay, das ist mikrofein. Also egal, ob Augen-OP oder nicht, schließt eure Augen. Dann nehme ich so einen Pinsel. Okay, ich weiß, für diesen Spruch, den ich jetzt sage, werde ich demonetarisiert. Aber es sieht aus, als hätte ich eine Fee. Möchte ich jetzt nicht weiter reden drüber. Also, das ist doch... Ich kann mir da niemand... Also, wirklich. Wenn jetzt hier eine Person von euch ist, eine Person, die mir in die Kommentare schreibt, ja, das würde ich anziehen. Auch an... Also, nicht nur an Silvester, sondern so. Also, selbst an Silvester würde ich das ja nicht würde ich das nicht raufmachen. Da isst du einmal in die Stulle und dann schmeckt alles nach Zinn. Oder was auch immer da drin ist. Aber also, okay, ganz ehrlich. Bis hierhin... Hammer. Hammer. Ich liebe die Lidschatten für den Preis. Der Eyeliner, schaut mal, wie schön der aussieht. Auch vor allen Dingen mit diesem Blau und Petrol dazu. Richtig schön. Der Highlighter, keine Frage. Wer das mag, go for it. Die Lippen, ist ein Quatsch. Also ganz ehrlich, das ist Quatsch. Nagellacke habe ich nicht getestet, das lasse ich immer da. Ansonsten wirklich wieder mal... Sehr, sehr gut, Rival de Loop. Freunde, ich sage es euch, Rival de Loop übernimmt 2021 die Drogerieherrschaft. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, meinen Kanal abonniert. Das könnt ihr kostenlos einmal tun. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.